Rausch beherrscht, gewinnt die Welt. Alan Farnisches Sprichwort. Alleine hätte er es nie geschafft. Auch wenn er seine Hilflosigkeit hasste, Darion war auf die anderen angewiesen, um zu entkommen. Wie eine lauernde Spinne hatte er sich zwischen den anderen Sklaven bewegt und behutsam und geduldig die Gefährten seiner Flucht ausgewählt, um sie dann mit Verheißungen unermesslichen Reichtums zu ködern oder schlicht der Aussicht auf ihre Freiheit. Der lispelnde Nadan kannte die Sümpfe noch aus seiner Zeit als Schmuggler. Valafried, ein schweigsamer Ritter aus Weiden, war kräftig und entschlossen, nachdem es Darion gelungen war, seine Verbitterung zu überwinden. Und Shah Al-Laila, der Dieb aus Rashtul, redete viel, am liebsten über sich, aber seine Fähigkeiten hatten sich bei der Flucht tatsächlich als nützlich erwiesen. Doch gerade Nadan holte der Sumpf sich als erstes. Darion hörte nur seine Schreie. Etwas hatte ihn gegriffen, hatte Nadan gepackt und ihm Boron überantwortet. Jemand zerrte Darion mit sich. Später wusste er, es war Shah Al-Laila. Von Valafried fehlte seit jener Nacht jede Spur. Bald hörten sie die Hunde. »Sie suchen uns«, war Shah Al-Lailas überflüssige Bemerkung. Er erwies sich auch sonst als nutzloser Gefährte. Seine Angst war für Darion förmlich zu riechen. Selbst ohne Augen war sich Darion sicher, dass der Dieb sie im Kreis führte. 2 Tage oder Nächte, es machte keinen Unterschied. Später wachte Darion auf, ohne von dem ängstlichen Gebrabbel des Rashtulas geweckt zu werden. Erst dachte er, man hätte ihn, den blinden Kröppel, zurückgelassen, doch dann ertastete er den reglosen Körper. Er legte keinen Wert darauf herauszufinden, woran Shah Al-Laila gestorben war. Dieses Wissen hätte ihm ohnehin nichts genützt. Wen der Rausch beherrscht, der verliert die Ewigkeit. Mohisches Sprichwort. Ob ihr den Namen eures Schiffes jemals wiederbekommt, wird die Zeit zeigen. Doch andere Dinge haben höhere Priorität. Durch den Fex-Tempel verborgen, konntet ihr Raphim in die Tunnel bringen und sein Gespür als Basaltforst bringt euch durch den Silberberg. Zahlreiche Stufen nach oben. Vorbei an den Bewohnern und Kriminellen, die hier unten ihr giftiges Spiel treiben. Die Tunnel sind uralt, mal gegraben, mal gehackt. Ausgekleidet oder blank. Das Füchsisch hilft euch weiter und so trennen sich eure Wege unter den Willen der Granten. Eine Gruppe soll als Ablenkung fungieren, während die andere so weit wie möglich in den Palast vordringt. Während für Raphim das alles ein großer Spaß und eine noch größere Ehre ist, steht für die anderen ihr Leben auf dem Spiel. So seid ihr allein in den Stollen, neben euch die dumpfen, hallenden Schritte auf dem Sand und dem Kies. Bis ihr vor einer schweren Stahltür mit dem Siegel des Ingram steht. Nun, wie kommen wir hier durch? Nun, sehen wir uns die Sache einmal an. Ich schaue mir das Ding nochmal von allen Seiten an. Irgendwas auffällig? Also, ein Schloss kannst du nicht erkennen. Sie ist, wie gesagt, unglaublich schwer und schließt perfekt ab. Und auf der Mitte prangt ein großes Siegel der Ingram-Kirche. Nun, vermutlich ist sie auf die eine oder andere Weise zu öffnen, die nicht offensichtlich ist. Ich hätte eigentlich gehofft, aber mir, du hättest einen anderen Trick im Ärmel, was das angeht. Lass mich ja mal schauen. Ich geh mal näher an dieses Ingram-Siegel ran und guck mal, geh ganz nah ran und guck mir mal genauer an, ob da auch Riesen und Vertiefungen zu erkennen sind. Kann ich mal Götter und Kulte würfeln? Autsch. Ja, schöner Wurf. Ja, es ist der typische Amboss des Ingram und du kannst wohl erkennen, etwas ist merkwürdig. Normalerweise das Dreieck, was den Amboss dann führt, was ja auch ein Zeichen des Fex sein könnte, sieht merkwürdig schlierig aus. Ölig. Sieht einmal hier, das sieht merkwürdig aus. Deutet mal auf diesen Amboss, auf diese Dreieck vermute ich mal, umgedreht. Nun, da muss sich ein Mechanismus hinter befinden. Keine Tür wird gebaut, um nicht geöffnet zu werden. Sieht merkwürdig aus, schmierig. Seht ihr das?
Wurft nackt mich zurück. Ich reibe mal an meinem Ärmel dran. Ist das nur aufgemalt oder sieht es nur so aus? Nee, ist das schon ölig. Kerzenöl oder sowas. Lampenöl. Aufgepinselt. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir hier mit Ingrim gefälligen Verstand heran müssen? Müssen wir vielleicht irgendwo Licht machen oder Feuer? Habt ihr denn erwartet, dass ihr nicht durch irgendeine Tür müsst? Wie habt ihr euch denn da vorbereitet? Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, durch eine solche Art von Tür zu müssen. Ich probiere das gleich zu drehen. Kann ich es drehen oder rausschieben und reindrücken? Du kannst ja auch um Mechanik würfeln. Okay. Klopft der Walmer gegen diese Tür? Klingt die hohl oder klingt die massiv? Die klingt ziemlich massiv. Okay. Also vor allem, wenn du dann auch mit deiner Eisenhand oder sowas gegenklopfst. Nee, ich glaube nicht. Ich wollte nicht das ganze Haus aufwecken. Metall auf Metall. Also es ist nichts zum Drehen. Die Flammen sind an der richtigen Stelle. Das Einzige, was das Problem ist, ist, dass wohl, wie gesagt, das Symbol des Ingrim, ein großer flammender Amboss. Und die Dreiecke sind dann sehr schwierig. Ja. Naja, dann zeichnen wir sie doch neu. Nochmal zum Verständnis, damit ich jetzt nicht gerade Blödsinn erzähle. Die sind da mit Lampenöl drauf gemacht und mit irgendwas Öligem. Oder irgendetwas trieft aus dem Dreieck heraus. Sind wir dran? Würde ich denken. Halt mal den Fackel ran an dieses Dreieck mit dem Öl. Ja, du kannst es zünden und du hast ein brennendes Dreieck. Sonst passiert erstmal nichts. Aber du spürst ein ekelhaftes Kribbeln, als du die Tür berührst. Mit der Fackel. Ja, je näher du kommst mit deinem Arm, desto... Okay, ja, aber das ist die Frage. Das hat man also vorher bei der Untersuchung auch schon bemerkt. Mhm. Und es kommt jetzt nicht daher, dass wir es angezündet haben. Ich drücke erstmal die Schlage mit der Hand und wenn ich die Flammen wieder raus, das sollte nicht schwierig sein, nehme ich an. Nein, sollte gehen. Und dann wische ich nochmal drauf rum und kann ich versuchen, zwischen dem, aus diesen Dreiecken irgendwie das Fax-Dreieck irgendwie freizulegen, das ich da drin verbergen muss? Möchtest du es drehen oder schieben? Ich hatte gehofft, ich könnte einfach alles andere wegwischen. Okay, kannst du es ja mal machen. Also, Dreieck gibt es ja einmal in der Fax-Variante, einmal in der Nanus-Variante, je nachdem, wie man es dann dreht. Und kannst dann erstmal ein bisschen Schlieren ziehen und merkst dann wohl, wie sich das Metall der Tür ein bisschen bewegt. Also, du verschiebst nichts, aber du hast das Gefühl, als würde dein Finger in das Metall eintauchen. Seltsam. Ich drücke mal weiter oder versuche weiter dagegen zu drücken. Schmerzt ein bisschen. Aber du kannst wohl mit deiner Hand gegen die Tür drücken und es dauert, aber du spielst dich hindurch. Und ich glaube nicht, dass das so sein sollte, oder? Für gewöhnlich schmelzen Metalltüren nicht. Ich denke, bevor ich ganz durch bin, wenn es überhaupt ganz durchgeht, will ich dann ja das mal wieder zurückziehen. Die anderen Fragen dann sehen. Nun, ich dachte mir schon, wenn er dann wirklich ein Paktierer ist, könnte es sein, dass er das Zeichen des Fax hier noch auf irgendwie... Von deiner Hand läuft flüssiges Kupfer. Flüssiges Eisen. Ich kann mich... Ich schüttel die oder zieh dann noch den Handschuh aus und schüttel den. Trocknen die auch? Oder sind die permanent flüssig? Also zumindest in der Zeit, wenn sie dann an deinem Handschuh runterlaufen und dann unten auf der Pfütze liegen bleiben, werden sie wohl nicht wieder fest. Kann einer von euch einen Reim darauf machen? Das ist... Diese Tür muss doch irgendwie magisch sein. Kapitän, da müsst ihr doch irgendwie was machen können. Kollege, ich könnte diese Tür magisch untersuchen, aber ich bin mir nicht sicher, was dabei herauskommt. Habt ihr denn einen Zauber zum Öffnen einer Tür? Nun ja, ich habe diesen Zauber, aber ich bin nicht sonderlich geübt darin. Nun, dann solltet ihr es doch einmal versuchen. Nun gut, tritt einmal zurück. Ich würde mir Zeit lassen und dann einen Foramen wirken. Ja, Foraminor. Hm.
Muss man für den Vorrahmen wissen, wie der Öffnungsmechanismus funktioniert? Nein. Gibt ja auch Türen, die du prinzipiell gar nicht öffnen kannst. Sowas wie Burgtore. Die kannst du ja nur über eine Kordel nach oben ziehen. Und genau das gleiche ist eben hier das Problem. Du kannst diese Tür von dieser Seite aus nicht öffnen. Aber durch den Vorrahmen, also es gibt kein Schloss. Durch den Vorrahmen kannst du aber diesen Drehmechanismus von der anderen Seite betätigen. Das ja, genau, ist, die Frage war nur, ob du halt diesen Drehmechanismus kennen musst. Nein, musst du nicht. Okay. Du musst nur eine gewisse Anzahl von Astralpunkten in den Öffnungsmechanismus stecken und das ist abhängig von der Schwierigkeit des Schlosses. Das ist an sich erstmal kein schwieriges Schloss, weil es ist einfach nur ein Drehrad. Aber ich gebe dir einfach mal, ich muss gerade mal in den Vorrahmen reingucken, da stehen nämlich Vorschläge drin. Seite 89. Das sind 2 ASP für ein Schloss, ein Verschmuckkästchen. Ja. 12 ASP Riegel einer Burg oder Stadttor. Ja, dann machen wir das. Panzerschranke sind nämlich auch nicht. Dann würde ich dir einfach die 10 für das Burgtor abknüpfen. Ja, 12 steht drin. Riegel und Burgtor. Machen wir 10 draus. Okay. 10 ASP. Und es gibt ein leises Quietschen von der anderen Seite und ein ungutes Gefühl beschleicht vor allem Jalan. Das hier ist falsch. Und hat die Augen offen. Und nochmal ein Blick auf die sich vermutlich zusammensammelnden Metallpfützen am Boden. Fasst vielleicht lieber nichts mehr an. Ein sehr faszinierender Mechanismus. Ja, wenn ihr die Tür aufzieht, ohne dass sie weiter quietscht, dann steht ihr in einem Raum, der von einer Pfütze, die am Morgen... Es ist alles sehr... Es sieht aus wie eine Gruft, möchtet ihr meinen. Alter Stein, der euch empfängt, altes Wasser, was hier am Boden sich gesammelt hat. Und es riecht so ein bisschen salzig nach Meerwasser. Ihr könnt auch wohl aus der Entfernung das Rauschen des Wassers des Meeres hören. Wie eine alte Piratengruft, die euch hier empfängt. Bei dem Haus der Kukris und der Lage auch kein Wunder. Vermutlich die Familiengruft. Und dann, bevor wir eintreten, wir sollten vermutlich Sporons Gnade sicher sein und in der Gruft nicht sprechen. So schnell wie möglich und dort erstmal hindurch eilen. Gute Idee. Acht auf den Boden. Derweil bei den anderen. Für euch sind das nur wenige Meter weiter. Ihr habt die anderen verlassen. Die Schritte von ihnen sind leiser und leiser geworden und dann könnt ihr nur noch euch selbst hören. Ihr geht die Schritte und steht dann ebenso vor einer Tür, verschlossen. Füchsische Zeichen darauf. Allerdings ist sie keine Panzertür, sondern eher ein schmiedeeisernes Gitter mit einem Schloss. Hat nicht jemand von euch zufällig einen Schlüssel mitgebracht? Ja, ich musste hier enttäuschen. Oh, da sind diese Zinken. Rafim, was steht da? Ja, warte, ich schau's mir mal an. Was steht denn da? Gefahr. Tod. Viele Wächter. Oh, sie heißen uns willkommen. Es sind gute Zeichen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist schön zu hören. Ja. Nun, dann sollten wir uns diesem Tor einmal annehmen. Glaube, es wäre an dieser Stelle adäquat, das Tor einfach hinauszureißen. Rafi, würdet ihr das hinkriegen mit eurer Kraft? Oder seht ihr euch dazu nicht in der Lage? Lasst mich mal schauen. Wartet aber. Es soll ja den anderen nicht auffallen. Wir wollen ja keinen großen Krach schlagen. Ich kann noch einmal ein Silenzium wirken. Was meint ihr? Ja, schaden tut's bestimmt nicht. Jo, dann wirklich nochmal ein Silenzium, dass wir auch keinen Krach machen für 5 Minuten, also für einen ASP. Ausgezeichnet. Ja, ich versuche mal, das Gitter zu greifen und zu bewegen. Reißen. Bombenfest. Wenn du dran reißt, ja, würfel gerne Körperkraftprobe oder Athletik, Kraftakt. Warum machen wir Körperkraft? Ja, 9 Punkte, aber das wird nicht reichen. Nein, reicht nicht. Ja, du ziehst und es bewegt sich halt leicht, aber nur innerhalb dieses Schlosses.
Das ist nicht so, dass du irgendwas verbogen hast. Ja, also ich, das sitzt sehr fest. Also das würde erst anfangen zu sprechen, dann merken, dass mich niemand hört und alle dann auf Attack wechseln. Sehr fest. Keine Bewegung. Nicke, ich würde mir mal angucken, wie das Tor eingelassen ist. Ist das in den Naturstein direkt mit Scharnieren eingelassen oder sieht's hier aus? Also an dieser Stelle ist es auch kein Naturstein mehr, sondern aus dem Fels herausgebrochen und also das war sicherlich mal ein Naturstein, aber irgendwie, ja, Beton ist es ja nicht, aber es ist schon irgendwie... Ist Backstein oder Mörtel? Backstein, genau, so. Richtig. Okay, alles klar. Gemauert. Dann kommt das schon mal nicht in Frage. Guck mir das trotzdem einmal genauer an. Hier ist ja ein Schloss vorhanden, nicht wahr? Genau. Dann würde ich mal ganz profan mir das anschauen, das Schloss. Ich denke, das ist... Schlossanknacken. Okay, das habe ich nicht. Wollte es mir mit Mechanik erstmal angucken, was das für ein Schloss ist. Okay, du kannst es dir auch mit Mechanik angucken, ne? Das ist aber eine Ableitung. Ja, ja, klar, natürlich. Also, 5er Schwert? 10. Okay. Aber 5, wenn du ein anderes gefährliches Wissen hast. Nee, hab ich nicht. Muss sich auch lohnen. Ja, du guckst es dir an, mit einem passenden Schlüssel geht das bestimmt auf. Wie so oft. Ja, ich lasse erstmal den Silenzium wieder fallen, dass wir uns nicht weiter in dieser Stille austauschen müssen. Nun, mit einem passenden Schlüssel ginge das sicherlich. Aber ich habe nicht den passenden Schlüssel bei mir. Hätten vielleicht andere Möglichkeiten? Nun, wir können schlecht den Fexgeweihten zurückholen. Und wenn nicht einmal Rafim das Tor bewegen kann... Nun, mit etwas Zeit kann ich den elementaren Diener fragen, der uns sicherlich das Tor hier umgestaltet. Das wäre möglich. Es würde ein paar Minuten dauern. Aber es wäre eine Möglichkeit, außer euch fallen noch andere Ideen ein. Immerhin wäre es natürlich auch gut, wenn ich meine Kraft schonen würde für das, was da noch kommt und mich nicht an einem doofen Tor verausgabe. Gab es da noch Abzweigungen? Hätten wir noch einen anderen Weg nehmen können? Zu diesem Palast jetzt nein. Das ist der einzige mögliche Weg. Danach, das weiß Rafim auf alle Fälle, gibt es natürlich die große Grüfte und da sind dann wieder viele Möglichkeiten offen. Aber mehrere Eingänge gibt es dann hierhin nicht mehr. Wäre auch nur ein Sicherheitsrisiko. Ja, also mir ist das Tor an sich aber bekannt. Genau, das ist das letzte Tor. Normalerweise ein Fluchttor, wenn halt gar nichts mehr geht, aber falls man irgendwelche Zugänge mal braucht oder bräuchte, das ist dir bekannt, ja. Ja, aber ich, also wenn man jetzt hier nicht gerade aktiv Wache schieben würde, hätte man auch keinen Schlüssel, korrekt? Genau. Also der Patriarch wird wahrscheinlich keinen haben, aber Leute in seiner Umgebung und wenn er dann evakuiert werden müsste, dann natürlich über dieses Tor, ja. Naja, also ehrlich gesagt, jetzt nicht aufbekommen. Ich glaube, Boltax, du musst das machen. Nun gut, dann werde ich mich einmal daran machen, einen elementaren Diener des Erzes zu rufen. Lasst uns noch einmal ein bisschen zurückgehen, um ein bisschen Erz zu sammeln. Ein Material, aus dem ich den Diener herbeirufen kann. Ja, lass uns das machen. Ja, ich würde mich dann ein bisschen in dem Gang umsehen und kleinere Steine und altelementares Erz sammeln, um eben die entsprechenden Steingewicht zu haben, um daraus einen Arendina rufen zu können. Ja, also das ist keine hohe Qualität, aber so ein bisschen Sand hier, ein paar Kiesel da, irgendwelche Abbrüche von den Steinen, wenn es dann doch Naturwand oder sowas ist. Aber ja, du bekommst auf alle Fälle meinetwegen auch die zehnfache Menge zusammen, aber es ist halt wirklich kein gutes Material. Ja gut, okay. Das ist ja für mich vollkommen in Ordnung. Ja, und also wenn es die zehnfache Menge ist, ist das ja schon mal gut.
Dann habe ich ja die Merkmalskenntnis. Also wird, denke ich, kein Problem darstellen. Ich werde ihm trotzdem ein kleines Edelsteinchen als Geschenk machen. Kram ich ein schönes hervor. Und ja, dann mache ich einfach mal den Ruf. Den Djinn? Nein, elementaren Diener. Ja, das müsste hierfür reichen. Ich will Kosten sparen, natürlich, weil in dem Fall ist es ja praktisch. Ich lasse mir natürlich Zeit. So, und dann schauen wir einfach mal. Sollte es nicht passen, können wir gleich noch ausrechnen. Aber ich denke, das ist gelungen in jedem Fall. Genau, sollte reichen. Oh, werter Geist, kannst du mich hören? Du siehst, wie sich die kleinen Kiesel, der Sandhaufen und der Abbruch formen und auch der Diamant, den du ihm angereicht hast, so ein bisschen zersplittert und sich dann ein kleines Gesicht formt. Annähernd irgendwie menschlich, aber sehr klein und zittrig. Vielleicht sind es auch nur die Sandkörner, die wieder nach unten fließen. Und er blickt euch aus trüben Augen an. Ich bin Volomom, stiller Feldherr des Basalts. Hallo, Volomon, stiller Feldherr des Basalts. Ich bin Boltax von den Wogen Brandbringer. Ich habe eine Bitte an dich. Kannst du mir diese Tür öffnen? Tür, Metall, Erz. Ja, ich mach mal meinen Wurf. Yep, das ist bestanden. Dann siehst du, wie die Sandkörner und die Kiesel auf die Tür zurollen und er beginnt, sie aufzuschmelzen. Tatsächlich ein harter Schmelze. Ja, während Boltax seinen elementaren Diener ruft, möchte ich gerne einmal in meinen Kopf gehen und überlegen, wo die stehen werden. Oder wo ich stehen würde. Also du wirst höchstwahrscheinlich wissen, dass in der nächsten Kammer, weil es einfach ein Engpass ist, da stehen Leute. Das auf alle Fälle. In der nächsten Kammer wartet der erste Teil der Basaltfaust. Kann ich mit Kriegskunst herausfinden oder mich erinnern, wen ich da so zu erwarten habe? Also du weißt nicht, im Rahmen der Blutspiele kann das natürlich sein, dass da andere Leute stehen oder mehr Leute, aber zu normalen Wachtseiten würdest du da irgendwelche Leute, die noch nicht ganz so erfahren sind. Ja, okay. Und ich gehe aber, also ich weiß aber auch, sobald ich die angreife, dann geht's richtig los, dann wissen alle Bescheid, korrekt? Nicht unbedingt, aber du weißt, dass die höchstwahrscheinlich auf Zeit spielen werden, dass die Meldung machen wollen, das auf alle Fälle. Und wie es danach weitergeht, weißt du nicht genau, aber das ist auf alle Fälle dann der Punkt, wo es beginnt. Das ist, also hinter der Tür fängt das Heiligtum an. Okay. Dann möchte ich kurz, bevor Boltax seinen elementaren Diener ruft, ihn anschauen. Boltax, eine Bitte. Ja. Könnt ihr diese Stille für länger erzeugen? Natürlich, für wie lange soll ich sie erzeugen? Ein halbes Stundenglas? Gar kein Problem. Oh, das war jetzt ja einfach, Boltax, und ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Dann ruf deinen elementaren Diener, ich fange an zu meditieren und dann brauchen wir deine Stille. Okay. Natürlich. Sobald der Diener sein Werk verrichtet hat, werde ich die Stille herbeirufen. Sehr gut. Ja, an beiden Türen liegt jetzt das flüssige Metall. Währenddessen treten die anderen ein. Ich schleiche vermutlich voran. Ich schlage ein Bohrensrad vor der Gruft und dann bewege ich mich vorsichtig vorwärts gehen hindurch. Die Augen vermutlich eher auf den Boden gerichtet, auf der Suche nach irgendwelchen Fallen, die vermutlich eher Grabräuber als Eindringlinge abschrecken sollen, aber trotzdem. Ja. Du hast so ein intuitives Gespür für die Gefahr. Als
Es ist natürlich gruftähnlich oder wie ein Piratennest, würdest du meinen, wenn sich jetzt hier vor dir der Boden öffnen würde und wo unter dir, wahrscheinlich 10 Meter entfernt, unter einer Klippe ein uraltes Fluchpiratenschiff findest, dann würde das genau diese Stimmung wieder geben. Aber du kannst sehen, wie wenn du durch den nassen Boden trittst, wohl einige Pflanzen, die sich hier oder da mal wieder auftun, dass sich der Raum vor dir öffnet. Über dir kannst du eine kleine Brücke erkennen, die da wohl von links nach rechts führt, ungefähr auf Höhe 3 Meter, würdest du meinen. Und du stehst dann in einem Raum, kannst dich nicht genau abschätzen, wie groß er ist, vielleicht 10, 15 Schritt zu deiner Rechten siehst du eine große Statue und davor eine Opferschale. Was oder wen bildet diese Statue ab? Wenn sie groß ist, sollte ich das ja von hier aus sehen können. Sie ist groß und zeigt undefinierbare Züge. Das ist kein Gott. Vermutlich ein Familienvorfall. Ich blicke die anderen mal an, fragend. Du siehst hier auf einer der Hände, der ausgestreckten Hände, ein Vogel sitzt, der dich gierig anstarrt. Ein lebender Vogel? Oder ein, das gehört jetzt zur Statue? Eine Elster. Eine lebende Elster, mit ihren silbrigen Augen. Das ist nicht normal, würde ich sagen. Ich gehe auf die Statue zu. Blicke kurz in die Opferschale. Und wähle dann ein angemessenes Opfer. Also angemessen im Maßstab zu dem, was schon in der Schale liegt. Ja. Du kannst sehen, dass die Schale wohl nicht mit Gold gefüllt ist. Als du herantrittst und überlegst, was du gerade opfern möchtest, da siehst du, wie sich der Vogel vor dir erhebt, in der Luft flattert. Fühlt sich beobachtet. Von hinten.